Ich habe mitbekommen, dass du deine kleine Hausschnecke vermisst. Walter. Gary. Stimmt, Gary. Nun, mit diesem kosmischen Kostüm solltest du durch das Portal gelangen, das ihn verschluckt hat. Aber pass auf, Kleiner. Deine Schnecke schwebt in großer, großer Gefahr. Oh, ein schönes Blumenkostüm. Dann reisen wir bestimmt in ein fröhliches Land voller Sonnenschein und Heiterkeit. Ich habe mitbekommen, dass du da... Stimmt, aber passt... Ihr schießt auf, Gerilein! Ich komme! Kreaturen an, Patrick. Sie... Blumenschwein. Gruselig. Oh ja, das hätte ich als zweites geraten. Oh, hier ist alles gruselig. Es ist kalt und feucht und riecht wie der Müll hinter dem Abfalleimer. Das klingt ganz genau wie diese Glibberpfütze, in der du stehst. Sicher die Überreste der Opfer des Monsters, das hier durchschwamm. Wir müssen Gary schnell finden. Nach Hause gehen.
Denk dran, SpongeBob. Tu einfach so, als ob gruselig komisch wäre und spiel Verstecken mit ihnen. Gute Idee. Und wir werden gewinnen, weil sie noch nicht mal suchen. Ob wir wohl Flecken... Halbwegs furchterregend aus. Ist nicht persönlich. Welches Monster würde einfach so einen Schokoriegel wegwerfen? Ganz allein, halb gegessen, ohne Verpackung! Wir müssen Gary finden, bevor ihn dasselbe Schicksal ereilt. Sollten wir den Schokoriegel nicht besser an einen sicheren Ort bringen? Zu schade, dass meine Schokotasche in meiner Schokotasche Tragetasche ist. Dann muss ich ihn wohl stattdessen in meinen Mund stecken. Warte, warte, Kurt. Irgendwas in diesem Glibber kommt mir doch sehr Kalzium mit einem leichten Hauch Protein und viel Liebe. Das ist kein Glibber, das ist Schleim. Garys Schleim. Das ist viel Schleim für so eine kleine Schnecke. Er hat sicher Angst. Wir müssen ihn finden. Wir müssen nur dieser Schleimspur durch die dunkle, gruselige, schreckliche Stadt folgen. Dieser schreckliche Schleim, den das Monster hinterlässt. Was für eine ekelhafte Kreatur. Wuhu!
Entschuldigung, haben Sie... Ich befürchte, nein. Ich stecke mitten in wichtigen Organisationsarbeiten für den Schneckenkampf. Wenn du an dem Rennen teilnehmen willst, musst du eine Teilnahmegebühr in Höhe von 5 Schokoladenriegeln zahlen. Es gibt nur einen Weg, um so viel Süßigkeiten zu bekommen. Entschuldigung, das... Das Monster ist nur in unserem Kopf. Vielleicht sind wir die Monster. Ich weiß, dass der Nachbar über mir eins ist. Lieferung kommt! Ich versuche schon seit 3 Tagen Schokolade zu finden. Es ist fast nichts mehr übrig. Außer, naja, ich könnte es euch verraten. Aber ihr müsst mir versprechen, die Beute zu teilen. Ich bin ganz Ohr. Nun ja, eigentlich bestehe ich hauptsächlich aus Zellulose, aber... Ja. Hört mal, ein seltsamer und sehr schwerer Stein ist hinter meinem Haus abgestürzt. Mitten auf meinen Schokoladenschuppen. Vielleicht könnt ihr ihn verschieben. Hier, ich öffne das Tor für euch. Der schwere Stein ist direkt neben meinem Haus. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Wisst ihr, was mir fehlt? Schokolade! Richtig für meine Bäckchen. Schokolade, Schokolade! Endlich Schokolade! Wenn Gary nicht wäre, könnte ich nach Hause gehen und mehr Jungfraumann und Blaubarschbube anschauen. Ich hoffe, er hat einen guten Grund dafür, dass er in Schwierigkeiten steckt. Weil wir mit magischen Seifenblasen gespielt und das Gewebe der Realität zerrissen haben, wodurch ein kosmisches Chaos entstanden ist, das ganz Bikini Bottom in Gefahr bringt. Ich sagte doch schon, einen guten Grund. Meine Freundin meinte, sie hätte das Monster langsam wegkriechen sehen. Und es war riesig. Wie
Sache mit dem Monster. Es hat leblose Augen, schwarze Augen, wie die Augen einer Puppe. Dinosaurus? Ich kann deinen Akzent nicht verstehen. Süßes oder saures? Oh, wieso hast du das nicht gleich gesagt? Hier, nimm einen Schokoriegel und tolles Kostüm übrigens. Danke. Oh, noch mehr Gelee. Hallo, wisst ihr zufällig, wo ich ein paar Süßigkeiten finden kann? In einem Haus über der Stadt lebt ein seltsamer Fisch, da könntest du es versuchen. Es ist zwar in meiner Nähe, aber der Weg nach oben ist gefährlich. Oh, noch mehr Gelee. Wusstet ihr, dass alle in meiner Schule sagen, dass ich der Klügste, Talentierteste und Coolste bin? Das tun sie. Wahnsinn! Das ist ein echt gutes Idiotenkostüm. Sehr realistisch. Oh, ich weiß nicht, Mama. Die werden sich über mein Kostüm lustig machen. Alles wird gut. Hab keine Angst. Dein Kostüm sieht toll aus. Danke! Sorry, ist mit der Lieferung kommt. Ruhe in Frieden. Komm zu. Die letzte Worte. Glaub, das ist hier. Sieh dir das an. Monster. Ein wenig Fleisch auf den Rippen vertragen. Gekriegt. Dinosaurus! Hast du meine Schnecke gesehen? Klein, niedlich, süß und mit ausdrucksstarken Wimpern. Wenn sie wirklich süß ist, hat sie vermutlich das Monster mitgenommen. Es hat unser aller Halloween verdorben und alles Süßes geklaut.
Das letzte Mal, als es gesehen wurde, kroch es die Rennstrecke hinunter. Ich glaube, die Rennstrecke führt direkt zu seinem Versteck. Und dort labt es sich an unschuldigen Süßigkeiten und Haustieren. Armer Gary. Patrick, wir müssen mehr Süßigkeiten finden, um auf die Rennstrecke zu kommen. Hier, nimm einen meiner Riegel für die Teilnahmegebühr. Mit deinem vollkorallen Kostüm hast du ihn dir verdient. Danke. Wir müssen einen Weg ins Museum finden. Der einzige Weg hinein ist über die Rennstrecke. Du weißt schon, wie in ein normales Museum. Tally-ho! Ich hab einen Stein gekriegt. Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten! Die Fosselkrabbe-Pizza ist die Pizza super knusperig. Eisige Schauer, die Flossen runter. Oh, ein Eis wäre jetzt toll. Ich hätte gern eins mit Streusel. Wie kannst du jetzt an Eis denken? Süß und klebrig. Stimmt. Hast du vor, beim nächsten mitzumachen? Nein, das ist zu gefährlich, solange dieses Monster hier ist. Ich esse meine Süßigkeiten lieber selbst. Ja, ich auch. Ich auch. Süßes oder saures? Oh, schau an. Was für ein nettes Kostüm. Wie kann ich euch Jungs helfen? Süßigkeiten, 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 Süßigkeiten! Oh, aber natürlich, mein Lieber. Hier, nimm einen Schokoriegel. Wow, Retro! Danke! Bei Monstern. Ein Typ sagte, er habe das Monster gesehen und es hätte ihn schrecklich angezischt. Heiliger Neptun! Habt ihr eine Flosse locker, so herumzulaufen? Wisst ihr nicht, dass Leute Phobien vor sowas haben? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass mein Kostüm so angsteinflößend ist.
Abwurf. Schachteln, Mann, Schachteln! Man weiß nie, was drin ist oder wohin sie einen bringen. Und dann ist es zu spät. Und du siehst genau wie eine aus, so quadratisch wie du bist. Manchmal ist in Schachteln auch was Gutes drin, wie zum Beispiel Krabbenburger. Oh ja, schätze, da hast du recht. Hier sind ein paar Süßigkeiten. Danke! Ballons? Wisst ihr nicht, dass Leute Phobien vor sowas haben? Das sind alle Süßigkeiten, die wir brauchen. Jetzt können wir sie alle Mrs. Puff geben. Müssen wir das wirklich? Du schon wieder. Hast du die Regeln für die Teilnahmegebühr mitgebracht? Mit Nüssen. Oh, wie edel. Jetzt halt still. Das wird wehtun. Moment, was? Es ist ein Schneckenrennen. Du musst eine Schnecke sein. Los! Kleiner Klaps reicht schon. Ich wollte sagen, du hast das Rennen gewonnen. Glückwunsch! Jetzt nervt die anderen Kinder. Mag ich am liebsten!
Patrick, du leuchtest. Wer hat das gesagt? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin's, Patrick. Ich dachte, ich bin Patrick. Nein, ich bin SpongeBob. Du bist Patrick. Vielleicht sollten wir Licht machen und nachsehen. SpongeBob, hier ist es zu dunkel. Mach was! Diese Kabel leuchten. Vielleicht wollen sie durchbrennen. Hab dir doch gesagt, dass ich krank bin.